Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserem gemeinsamen Erleben des Jahreskreislaufes, unserem gemeinsamen Arbeiten an dem Seelenkalender Rudolf Steiners, der uns die Möglichkeit bietet, für jede Woche mit Hilfe eines Wochenspruches, eines Mantrams für jede Woche mitzuerleben, die Verwandlungen und Veränderungen, die in unserer Welt vor sich gehen, wie die seelische Welt und die geistige Welt und deren Wesenheiten sich verändernd aussprechen, wie wir ihr Sein erleben können durch den Jahreskreislauf. Und so kommen wir heute zu einer Woche, die man wie drei andere Wochen im Jahr eine kritische Woche nennt. Eine Woche, wo wir auf uns selbst sozusagen zurückgeworfen sind, wo wir uns selbst finden müssen, die eigene innere Kraft finden müssen, und das, was als widerstrebend zu erleben ist, in der Welt zu überwinden und das Menschliche, das Seelische und Geistige des Menschen, unser eigenes Selbst durchzutragen durch die Dunkelheiten, die uns auch erscheinen im Laufe des Jahres. Wir sind aufgefordert, unseren Geist zu ergreifen, eigenständiger Geist zu werden und dann diese Entscheidung zu treffen, uns auch verbinden zu wollen mit der geistigen Welt, verbinden zu wollen wieder mit dem Göttlichen, ein wahrer Mensch werden zu wollen, auf diesen Weg zu gehen zu einer Geisterkenntnis, zu einem wahren Geisterleben, indem wir uns mit dem Christus verbinden können, dem Wesen, diesem hohen göttlichen Wesen, das sich verbunden hat mit der ganzen Menschheit bis zum Ende aller Tage, das in uns leben kann, in unserem Geist, das uns bringt die Ich-Geburt, also die individuelle Geistigkeit als Wesen, der uns bringt diese Individualität, dieses Erleben nicht mehr nur der Natur, der Wahrnehmung, der sinnlich-physischen Wahrnehmungsorgane, sondern auch die Befähigung nach und nach dann in der Zukunft von heute weg das Erleben der übersinnlichen Welt, also der höheren Wahrnehmung, erbringt uns der Christus die übersinnliche Welt in unser Wesen. Und mit diesem Keim des Übersinnlichen in unserem Wesen können wir uns auf den Weg machen, ein wahrer Mensch zu werden, also ein Mensch, der leben kann, voll bewusst auch in der geistigen Welt. Und diese kritische Woche, die ist eine dieser Wochen im Jahreskreislauf, die uns zeigt, dass wir unsere eigene Kraft entfalten müssen, um die ganze Dunkelheit, die in der Welt herrscht, die uns hindern möchte, die uns abirren, verführen möchte, damit wir nicht den Geist ergreifen. Und wenn wir den Geist ergreifen, dass wir dann haben ja die Offenbarung des Geistes in dieser Michaelzeit durch die Michael-Offenbarung, durch die Wissenschaft vom Geist von Rudolf Steiner, dass wir haben eine Wissenschaft nicht nur der Natur, sondern auch die Wissenschaft von der geistigen, seelischen Welt. Und so uns Vorstellungen, wahrheitsgetreue Vorstellungen von der ganzen, also von der Naturwelt, aber auch von der Geisteswelt zu machen. Und darin kann dann wirklich aufleben in uns der Geist des Menschen, das Menschensein, das sich erlebt als geistiges Wesen. Die 33. Woche nach Ostern. So fühl ich erst die Welt, die außer meiner Seele miterleben, an sich nur frostig leeres Leben und ohne Macht sich offenbarend, in Seelen sich von neuem schaffend, in sich den Tod
nur finden könnte. Wir gehen also in dem Jahreskreislauf, in dieser Lemniskatenbewegung der Wandelsterne, der Sonne und der Erde, nun kommend vom Michaelifest, von einer eher geradlinigen Bewegung hin in Richtung der Wintersonnenwende. Es bewegt sich sozusagen die Erde mehr nun in einer sich ständig verändernden Bewegung, also in einer Kurve. Das bedeutet ja, dass wir eine ständige Veränderung der Beschleunigung und eine ständige Veränderung der Bewegung haben und wir daher ausgesetzt sind Kräften, die auf uns wirken. Es ist also die 33. Woche, wenn wir kommen vom Tierkreiszeichen des Skorpions hin zu der Tugend, die wir entwickeln können, der Gedankenkontrolle, die uns gibt, wenn wir wirkliche Kontrolle haben über unsere Gedanken, dass wir dann Gefühl und Wahrnehmungsfähigkeit und Urteilsfähigkeit entwickeln, um wahr und falsch zu unterscheiden, dass wir also kommen zum Wahrheitsempfinden und dass wir kommen zu dem, was man nennt den Monadismus, also dem Anschauen der Welt, das darin Wesen, undifferenziert zwar, aber Wesen wirken. Der Jahreskreislauf im Makrokosmischen. Er wurde von Rudolf Steiner beschrieben, dass der Christus ja in einem rhythmischen Vorgang sich verbindet mit der Erdensphäre im Winter zu Weihnachten und dann wieder hinausgeht in den Umkreis, verlässt dieses Verbundensein mit der Erdensphäre, um dann wieder einzutreten, und dass der Michael voranschreitet, kämpfend, reinigend in diese Erdensphäre, in die Ahrimansphäre, also die Gedankenreinheit hineinbringt in die Erdensphäre, um sie vorzubereiten, eben kämpfend, reinigend, damit dann der Christus zur Wintersonnenwende, zu Weihnachten, zu Epiphanius sich verbinden kann mit dieser Erdensphäre. Und das ist es, was wir aus der Anthroposophie, aus den Darstellungen Rudolf Steiners, wie in der Geheimwissenschaft im Umriss und den anthroposophischen Leitsätzen kennen, dass ja der Mensch entwickelt sich hat über verschiedene Entwicklungsstufen der Erde, dass also die Erde zuvor war ein alter Saturn, Sonne und Mond, in dem sich langsam gebildet hat die Materie, der Äther, das Astrale, und nun das Ich-Bewusste, dass also der Mensch aufgestiegen ist, Schritt für Schritt von einem materiellen Dasein zu einem pflanzlichen, zu einem tierischen und nun zu einem selbstbewussten, denkenden Wesen. Und dass wir, wenn wir auf dieser Entwicklung ja uns immer weiter trennen vom Einssein mit dem göttlich-geistigen Wesen, wir uns dadurch individualisieren und frei werden im Gedanken, dass wenn wir aber diese Sonderung von Gott weiter so vorwärts treiben, dann lösen wir uns so von dem Göttlichen, dass wir nicht mehr zurückfinden können. Eine Gefahr, der die Menschheit ja ausgesetzt war vor dem Ereignis von Golgatha, bevor der Christus diese Opfertat, diese gewaltige Tat für die Rettung der Menschheit getan hat, dass er als göttlich-geistiges, übersinnliches Wesen sich mit den Menschen der Menschheit verbunden hat. Dass also dadurch, dass die übersinnliche Welt nun als Keim im Menschenwesen darinnen ist, der Mensch die Kraft wieder entfalten kann, aus dieser Dunkelheit der Materie, aus dieser Dunkelheit der Ahrimansphäre wieder aufwärts steigen zu können, in die nächsten Verkörperungen der Erde, den neuen Jupiter, Venus, Vulkan, wo der Mensch werden soll, entsprechend dem Weltenplane, entsprechend dem Weltenideal, ein eigenständiges, selbstbewusstes, geistiges Wesen, lebend in der geistigen Welt. Und das ist, was dieser Wochenspruch ausdrückt, dass wir
den Tod nur finden könnten, dass die ganze Welt den Tod nur finden könnte, wenn wir nicht aufwachen würden in uns selbst, dass wir die eigene Seelenkraft, die eigene geistige Macht entwickeln, den Geist wieder zum Leben zu bringen, zurückzubringen in das Geistige. Es ist also die Welt, wie wir sie heute in der menschlichen Gesellschaft erleben, eine menschliche Gesellschaft, die sich entwickelt hat, so weit, dass sich durch die Entwicklung der Staaten so, dass sie nicht mehr als gottgegebene Konstruktionen angesehen werden, sondern als säkuläre Gesellschaften, sich ja auch gelöst hat von dem Göttlichen. Das war zum einen, sich davor zu retten, vor der Korrumpierung der bestehenden Kirchen, die mehr und mehr zur Macht hungrigen Organisationen geworden sind, um eben auch aber in der Wissenschaft eine Befreiung zu erleben des Geisteslebens. Darin lebte noch in den Menschen und in den Organisationen die Moralimpulse aus der Vergangenheit und die verschwinden nun langsam. Man sieht, dass die Staaten, die Gesellschaften, vor allem im Westen, immer mehr in eine unmoralische in einen unmoralischen Zustand verfallen, dass wir also einen geradezu fürchterlichen Umgang mit menschlichem Leben haben, mit der Natur, mit dem Geist und dem Anschauen des Göttlichen, mit der Frage des medizinischen Systems und so weiter, dass wir also versinken in die völlige Sonderung und Sünde von Gott, in die Arimansphäre, oder dass wir an aufnehmen können, den Christusimpuls in uns als Menschenwesen, aber auch aufnehmen können, dass wir diese Säkularisierung der Gesellschaft, der menschlichen Gemeinschaften überwinden und wieder gottverbundene Gesellschaften begründen. Wir erkennen, die Gesellschaft der Mensch würde veröden. Es gibt so schreckliche Entwicklungen wie den Genderwahn oder die Möglichkeit, sich überhaupt zu transformieren von einem Geschlecht zum anderen, also ganz die Schöpfung, das eigene Karma zu verleugnen, den Menschen durch Manipulation und Propaganda Schreckliches anzutun, dass sie nicht mehr zufrieden sein wollen mit dem, was sie sind. Es wird die Unmoral zum Beispiel im Finanzsystem hochgehalten, also die Bereicherung immer auf Kosten des anderen. Und wir haben heute, gerade in den letzten Wochen, Menschen auftreten, die geradezu gierig sind danach, einen Weltkrieg zu veranstalten, die gerade sogar Russland mit Raketen bedrohen wollen, um unbedingt einen Krieg und viele Tote hervorzubringen. Also eine ganz dämonische Anschauung an und für sich von Menschen, die eben versinken, wenn sie sich nicht mehr wieder mit dem Christlichen verbinden, auch wenn sich diese Menschen zum Beispiel zugehörig fühlen zu Parteien, die behaupten, christlich zu sein. Und das ist eben die Frage, die man sich stellen kann als Mensch, wenn man sieht, dass diese Sonderung von Gott, dieses immer tiefer Verfallen, dieses immer unmoralischer Werden der Menschengesellschaft, wie man das wieder wenden kann hin zu einer moralischen Welt, zu einer Welt der Menschen, die der moralischen Weltenordnung zugewandt ist. Und das ist die Frage des Verbundenseins mit dem Christuswesen, der ja lebt in jedem Menschen, den wir suchen können, wo wir streben können, verbunden zu sein, was das bewusste Verbinden mit der Welt als eine gottgewollte Welt anstreben zu wollen, die den Menschen zu Ich-Bewusstheit bringen soll. Das ist Rudolf Stein aus der GA 95. Das Christentum ist eine Anschauung, die in allem eine Offenbarung des Göttlichen sieht. Dass wir also wieder erkennen, den Menschen nicht als Materieansammlung zufälliger Anordnung durch eine zufällige Schöpfung und einer Evolution des Stärkeren oder Fitteren oder Tüchtigeren, sondern als ein göttlich
geschaffenes Wesen und dass wir so kommen können zu einem positiven Verbindung suchen zu dem Christus, einem Verbundensein mit der übersinnlichen Christuswesenheit, dass das Übersinnliche in uns aufwacht, in dieser Christusverbundenheit. Und das ist, dass der Christus uns eben bringt, das Aufleben des Geistigen, der Liebe zu Welt und Mensch, dass wir das Erstorbene, in dem wir leben, in diesem arimanischen Reich des Materialismus, dass wir das überwinden und wieder mit Liebe und Wahrheit erfüllen können. Dass seit dem Mysterium von Golgatha, sagt er zu Rudolf Steiner, das als das größte Erdenereignis dazu bestimmt ist, den Menschen vor dem Verderben zu retten, dem er ausgesetzt sein muss, weil er ein freies Wesen sein soll. Die Sonderung brachte uns ein eigenständiges geistiges Leben, die Fähigkeit eigenständiger Gedankenbildung. Und nun versinken wir in Ahrimans Reich in eine durch und durch unwahrhaftige, verlogene, unmoralische Welt. Und was wir nun haben, ist die Möglichkeit, durch das Michael-Zeitalter zu bekommen, die Offenbarung einer Wissenschaft vom Geist. Es ist das Zeitalter, in dem wir bewusst verstehen können, das Menschsein, bewusst erkennen können, wie wir in der Ahriman-Sphäre immer weiter versinken, aber auch Bewusstsein und Vorstellungen und Erfahrungen der geistigen Welt des Christuswesens bekommen können und daraus verstehen, wie wir aus diesem Niedergang wieder hinaufsteigen können, in eine geistige Welt aufwachen können als geistiges Wesen. Es ist, worin wir leben, diese Auseinandersetzung des Michaels, der den Menschen im freien Gedankenleben wieder verbinden will mit den Geistgedanken und Geisterleben und Geist des Erkenntnissen und der Ahriman, der den Menschen behindern will, dass dies nicht geschieht. Es ist das, was dieser Wochenspruch eben aussagt, dass wir ohne eigenständige Macht und Kraft, die getrennten Seelen befruchten und wieder zu Leben erwecken, versinken würden. Dass wir in dieser Verbundenheit mit dem Christus uns erkennen als ein Geschöpf, das mitwirkt an einer neuen Welt, an einem neuen Makrokosmos. Ich zitiere Rudolf Steiner aus den anthroposophischen Leitsätzen. Die Menschheit muss so erkannt werden, dass sie in Christus den Ursprungs- und ewigen Logos offenbart, der im Bereich der mit den Menschen ursprünglich verbundenen göttlich-geistigen Wesenheiten zur Entfaltung der Geistwesenheiten des Menschen wirkt, dass wir die Kraft bekommen, dass die Seelen, die in sich ersterben müssten, mit dem Geistimpuls wieder zum Leben erwecken und dass wir in der Christusverbundenheit, wie wir in dieser Entwicklungsgrafik, in diesem Entwicklungsbild der ganzen Menschheitsentwicklung gesehen haben, dass wir aus diesem Tiefpunkt durch eigene Kraft mitwirken an einer neuen Schöpfung. Wir können uns bewusst sein, dass wir leben in einer Welt, die eben getrennt ist von der geistigen Welt, das, was man nennt die zerbrochene Form. Das, was wir als Materie erleben, das ist die Maya. Es ist das, wo durch das Wirken luziferischer und arimanischer Mächte die Welt, die Kräfte herabgestiegen sind aus der geistigen Welt. Es ist dort, wo die geistige Welt zerbrochen ist in ihrer Form. Das ist dort, wo Materie ist. Wie man aus der Anthroposophie wissen kann, ist dort, wo der Geist ist, ist etwas, da ist die Wirklichkeit. Wo die Materie ist, da ist nur Maya. Ahriman möchte uns in dieser Maya halten, in dieser zerbrochenen Form, die in den Tod, in das Tote strebt. Wir könnten, wie dieser Wochenspruch sagt, eben den Tod als Seele nur finden, wenn wir nicht den Geist in uns entfachen,
den Geist, die Ich-Geburt, die wir durch den Christus geschenkt bekommen haben, durch eigene geistige Tätigkeit, durch das Arbeiten an unseren Seelenfähigkeiten von Denken, Fühlen und Wollen, zu entfachen, zum Leben zu bringen. Ahriman möchte in der heutigen Zeit, wir erleben das, uns abtrennen vom Geist erleben. Er möchte uns durch Unheilmittel von dem Erleben der Seele und des Geistes trennen. Er möchte uns mit immer wieder neuen Unwahrheiten und Lügen, wie über die menschlich gemachte Veränderung des Klimas durch CO2-Ausstoß, was ja für jeden, der technisch oder wissenschaftlich sich beschäftigt, ein Humbug ist, oder mit einem inszenierten Krieg gegen Russland, wo man alles sozusagen verdreht und da wirklich das Ziel offensichtlich nur hat, möglichst vielen Menschen den Tod und Leid zu bringen, oder die Darstellungen, dass man eine Grippewelle umtituliert, dass man nicht funktionsfähige Tests nimmt, dass man Masken anbietet oder verpflichtet, dass man Lockdowns, also die Zerstörung des sozialen Lebens, durchführt, um die Menschen zu zwingen, Unheilmittel zu nehmen, die wesentlich mehr Schaden bringen als Nutzen. Also ein geradezu katastrophales Verhältnis haben zwischen Nutzen und Schaden. Und so den Menschen auch immer mehr davon abzubringen, sich selbst zu erkennen als geistiges Wesen, also sie sozusagen herabzudämpfen in ihrer Denktätigkeit, herabzudämpfen in ihren Mitgefühls-, emotionalen Möglichkeiten, also des Fühlens und auch des Wollens, also zu lethargischen Konsumenten zu machen. Das ist der Weg des Ahrimans, wenn man nicht aktiv wird, also die Seele den Tod findet, wenn sie ganz lethargisch in diese Ahrimansphäre hinabsinkt. Das Christuswesen hat diesen Niedergang der Menschheit beobachtet und hat sich hereingeopfert in die Erdensphäre, in die ganze Menschheitsströmung. Und wir wissen aus diesen Darstellungen, dass der Geist dadurch, dass er diesen Leidensweg gegangen ist, des Jesus Christus, und dann durch die Schichten der Erdensphäre auch hindurchgegangen ist, die sogenannte Höllenfahrt, dass dadurch erwacht ist die übersinnliche Welt in der Erdensphäre und in der Menschheit. Ich zitiere Rudolf Steiner: von jenem Geistesblitz durchzuckt, der seinen Wesen zeigte, dass wieder Licht in dasselbe kommen sollte. Jetzt aus der GA 148. Der Christus Jesus lebte dies der Menschheit vor. Er ging durch den Tod in das Reich Ahrimans und ist von dort aus eigener Selbstbewusstheit, also die sterbende Seele, aufzuwecken durch den Geist, den Weg zurückgegangen in die geistige Welt. Das Ich wurde geboren. Es war der Augenblick der menschlichen Ich-Geburt. Und das können und müssen und sollten wir als Menschen jedes Jahr auch wieder und wieder erleben. Diese Notwendigkeit, diese Aufforderung, diese Hoffnung aus der geistigen Welt, dass wir als geistiges Wesen durch eigene Tätigkeit erwachen. Von Novalis. Aus Hymnen an die Nacht. Hart rang er mit des alten Todes Schrecken. Schwer lag der Druck der alten Welt auf ihm. Noch einmal sah er freundlich nach der Mutter. Da kam der ewigen Liebe lösende Hand. Und er entschlief. Nur wenige Tage hing ein tiefer Schleier über das brausende Meer, über das bebende Land. Unzählige Tränen weinten die Geliebten. Entsiegelt ward das Geheimnis. Himmlische Geister hoben den uralten Stein vom dunklen Grabe. Engel saßen bei den Schlummernden, aus seinen Träumen zart gebildet. Erwacht in neuer Götterherrlichkeit. Er stieg in die Höhe der neugeborenen Welt, begrub mit eigener Hand
der alten Leichnam in die verlassene Höhle und legte mit allmächtiger Hand den Stein, den keine Macht erhebt, darauf. Was wir wissen können aus den Darstellungen Rudolf Steiners und auch anderer Geisteslehrer über die Einweihung, über den Weg des Menschen, der Geistesschüler werden will, der Geistesschüler sein will, der strebend arbeitet an dem Studium der Wissenschaft von Geist, der strebend arbeitet an einem Erleben und Erkennen der geistigen Welt, dass wir an uns arbeiten müssen, an unseren Fähigkeiten, wie wir ja auch jede Woche ansehen, den Tugenden, die sich ja monatlich mit dem Tierkreiszeichen verändern, den Tugenden, an denen wir arbeiten. Und wir wissen davon, dass wir ja durch unser Ich-Bewusstsein, durch unsere eigene Individualität diese Kraft haben, um an uns reinigend zu arbeiten, um den Astralleib zu reinigen, umzuwandeln, Herr zu werden über unsere Leidenschaften und Triebe, um so ein Geist selbst zu erreichen, also die Befähigung eines geistigen Erlebens. Ich zitiere Rudolf Steiner aus der GA 202, dass es im Innersten der Seele neu geboren werden muss, dass der Mensch im Laufe seines Lebens, innerhalb seines seelischen Daseins, etwas erfahren muss, was ihn erst zum vollen Menschen macht. Das ist dieser Weg des Menschen zur Geistverbundenheit. Das ist aber auch für die heutige Menschheit der Weg, dass wir an der Menschheit, an den sozialen Organismen arbeiten müssen, um sie so weit zu reinigen von den Kräften, den ahrimanischen Geheimgesellschaften, die darin wirken, die die ganze Menschheit hinabbringen wollen, den Weg in den Abgrund einer Ahrimanisierung der Welt. Dass wir das daran arbeiten. Von Rudolf Steiner. Gottes schützender, segnender Strahl, erfülle meine wachsende Seele, dass sie ergreifen kann, stärkende Kräfte all überall. Geloben will sie sich der Liebe Macht in sich, lebensvoll zu erwecken und sehen so Gottes Kraft auf ihren Lebenspfade und wirken in Gottes Sinn mit allem, was sie hat. Das ist es also, wo die Menschheit heute steht, wo der Mensch heute steht, dass er ja ein Geschöpf ist, dass er anerkennen kann, entweder er ist ein Geschöpf der göttlich-geistigen Welt, ein Geschöpf Gottes, oder er lebt in den ahrimanischen Vorstellungswelten, eines Seins als eine Art höher entwickelte Maschine, die aufgrund der hochkomplexen Zusammensetzung der Materie in seinem physischen Körper Funktionalitäten hervorbringt, wie Denken, Fühlen und Wollen. Dass aber alles an ihm sich ja eigentlich nicht mehr weiterentwickeln kann, außer man verbessert den physischen Leib und da kommt dann, da die Gedanken nichts Geistiges hervorbringen können, der Weg in den Transhumanismus, der Weg in eine immer unmoralischere Welt. Wenn der Mensch aber in sich erkennt, dass es Geistessein, dass er erlebt, und viele Menschen können es erleben in den mannigfaltigsten Begebenheiten, dass der Geist Wirklichkeit ist, dass der Mensch dieses Erleben der göttlich-geistigen Welt hat und auch diesen Entschluss fasst, auf diesen Weg wieder zu werden, ein göttlich-geistiges Wesen. Da ist eine Weggabelung für die Menschheit. Es werden, wie Rudolf Steiner sagte, zwei verschiedene Menschenarten entstehen. Eine böse Rasse, die sich also ganz mit der Materie verbindet, und eine gute Menschheitsfamilie, die hinaufgehen will, wieder in einer Menschengemeinschaft, in der Verbundenheit mit Gott, mit der christlichen Welt, dass wir also in unserem Wesen, in unserem Geist und Bewusstsein hereinlassen den Christus und die geistige Welt. Wenn wir uns diese
ganz vereinfachte und sehr simpel dargestellte Darstellung ansehen können, dass der Mensch als Geschöpf Gottes in der vorchristlichen Welt durch die Elohim begabt war mit etwas wie einer Hülle für das Ich, das also aber erst mit dem Ereignis von Golgatha die vorher geschilderte Ich-Geburt durch den Christus dem Menschen geschenkt worden ist, dass wir also eigenständige Übersinnlichkeit in unserem Bewusstsein, in unserem Wesen auferstehen, geboren werden, sein, erleben können. Und dass wir so hindurchgegangen sind durch die Zeit der Gemüts- und Verstandesseelenentwicklung und im Glauben an den Christus erlebt haben, die Verbundensein mit der das Verbundensein mit der geistigen Welt und dass wir nun im Bewusstsein-Seelenzeitalter klare Gedanken von der Wirklichkeit der Seelen- und Geisteswelt entwickeln können, durch verschiedenste Darstellungen von hellsichtigen oder höchst entwickelten Menschen, von Darstellungen von Rudolf Steiner durch die Anthroposophie, die er uns brachte, diese Fähigkeit der Entwicklung einer neuen Wissenschaft. Dass wir also in unserem Herzen den Liebes-Dodekaeder, der ist eine Darstellung des Weltenganzen, der Weltengedanken, des Weltenschaffens, der Weltenimagination, dass wir den als einen Liebestein, weil es ist die Wahrheit der Welt und die Liebe zur Welt, in unser Herzen versenken können. Oder der andere Weg, dass man in der Unwahrheit Ahrimanns bleibt, eine Art Antigrundstein in sich versenkt, wo wir jeden Tag immer wieder Unwahrheiten hören vom bestehenden ahrimanischen System und aufgefordert werden oder konditioniert und programmiert werden sollen, unsere Mitmenschen zu verachten oder zu hassen, dass also ein Grundstein von Unwahrheit und Hass in den Menschenherzen lebt heute. Und diese beiden Grundsteine in den Menschenherzen, sie kämpfen sozusagen einen Kampf um die Menschheitszukunft. Der Mensch, der sich verbinden kann mit der Wirklichkeit, der Wahrheit, der Welt, mit diesem Liebes-Dodekaeder, er kann, weil er sich eine Vorstellung von der Welt macht, in sich auflebend erleben den Christus. Und der Mensch, der sich entscheidet für Unwahrheit, für Egoismus, Selbstsucht, der kann dann, wenn es schrecklichen Bahnen folgt, den Ahriman in seinem Wesen immer mehr erleben können, immer mehr gegen seine Mitmenschen in fürchterlichsten Egoismus, wie wir das ja zum Beispiel bei den sogenannten ernannten Eliten der westlichen Welt erleben, immer egoistischer und völlig selbstsüchtiger und ohne jegliche moralische Begrenzung handelnd. Wir haben also diese Weggabelung, einen Grundstein, der uns verbindet mit dem wahren Weltensein oder einen Grundstein, der uns hinabdrücken will in das Reich Ahrimans. Es ist also ein Vorgang, der sich abspielt in jedem Menschenherzen, in jedem Menschenwesen, der sich aber auch abspielt in der menschlichen Gesellschaft. Wir erleben die Bestrebungen von solchen ahrimanischen Gesellschaften, von Oligarchen des Westens, die eine totale kapitalistische Weltherrschaft einer Diktatur der Hygiene, also wo eine WHO versucht, die Menschen von einer Panik in die nächste zu treiben und so die ungeheuerlichsten diktatorischen Maßnahmen durchsetzen will, eine ganz und gar unbrüderliche Wirtschaft und eine total ungerechte Rechtsprechung, einen Staat, der nur noch für diese ahrimanischen Oligarchen da ist. Oder von der anderen Seite kommend eine totale kommunistische Weltdiktatur chinesischer Ausprägung, wo sie nicht mehr einkaufen können ohne ID, wo sie nicht mehr in eine eigene Wohnung kommen können oder sollen, wo sie nicht mehr fahren können, wo alles Geld ihnen genommen wurde, weil es nur noch ein Zentralbankgeld gibt, das auch im Westen dargestellt wird und versucht wird zu entwickeln. Und der christlich-michaelische Weg, der uns eben bringen möchte
zu einem freien Geistesleben, zu einem gerechten Rechtssystem, einem gerechten sozialen Organismus und zu einer brüderlichen Wirtschaft in einem Menschengemeinschaftswesen, in dem sich höhere geistige Wesen, in dem der Christus als einer neuen Menschengemeinschaft Ich-Geburt verkörpern kann, im Sinne der Menschheitsentwicklung dann wirken kann. Wir leben also in einer Zeit, wo wir erleben, dadurch, dass der Mensch Gott nicht anerkennt oder verleugnet, diese säkulare Entwicklung der Staaten, die wir nun endlich wieder überwinden müssen, weil wir durch diese Entwicklung, die notwendig war, gegangen sind, aber seit 100 Jahren ja die Aufforderung, die Möglichkeit besteht, wieder einer gottverbundenen Menschengemeinschaftsbildung. Da leben wir darin, was Rudolf Steiner in der GA 220 und in der GA 182 dargestellt ist, dass wenn der Mensch den Gott nicht anerkennt, den Vater Gott, dann ist das wie eine Art von Krankheit. Also wir erleben uns dann nur eben als eine Maschine oder eine physische Ansammlung und das ist krankmachend auf Dauer. Wir erleben das ja, in welcher im kulturellen Niedergang die Menschheit sich befindet, dort, wo sie rein materialistisch ist. Und den Christus abzuleugnen, es ist sozusagen das Karma, das Unglück, das wir haben, wenn wir nicht finden den Christus. Und den Heiligen Geist abzuleugnen bedeutet, dass das, was wir auch erleben, die Unfähigkeit des Geistes, eine Stumpfheit, eine immer unintelligentere Menschheit, die nicht mehr versteht, was wirklich in der Welt vorgeht. Es sind diese Kräfte, die toben. Wir wissen aus den Darstellungen Rudolf Steiners, aus den esoterischen Unterweisungen, dass es einen ständigen Kampf des Guten mit dem Bösen gibt und man weiß eigentlich nicht, wie wird es ausgehen. Und diesen Kampf, den erleben wir auch heute im Physischen. Und das, was ich hier nenne, einen Antigrundstein, das ist das, was sich immer wieder in einer gewissen Gesetzmäßigkeit wiederholt. Es wird eine gewisse Sache, ein Sachverhalt oder eine Menschengruppe verleugnet, verleumdet. Es wird Unwahrheit verbreitet, es werden Unwahrheiten erzählt und jeder Mensch, der dagegen aufsteht, gegen diese Lügen und Unwahrheiten, der wird beschimpft, verfolgt, er wird unterdrückt. Und es wird so die Menschheit geteilt in einen Teil, der jede Unwahrheit des Antichristen sozusagen glaubt und eine andere, die aufsteht und daher bei diesem Aufstehen bekämpft wird, dass also der Mensch gedrängt werden soll, in einer reinen, sich ständig neu produzierenden Unwahrheit zu leben. Und nicht die Liebe zu entwickeln zum Mitmenschen, sondern Neid, dass denn der irgendetwas hat, was man nichts hat. Oder irgendetwas kann, was man selbst nicht kann. Das Erzeugen von ständigem Leben in Angst vor Krankheit, vor Krieg, vor Hunger, vor dem importierten Terror. Alles, was man eben veranstalten kann, wird hier versucht zu veranstalten, um die Menschen in Angst zu halten. Und dann auch im Materialismus darin zu halten, in einer materialistischen Gier nach haben wollen, also dem Verlust dann, wenn man etwas erreicht hat, also Verlustangst. Und dadurch entsteht durch diese Arbeiten, dass man nicht mehr Bezug zur Wirklichkeit hat, das Mitfühlen verlernt und so in einer hochmütigen Arroganz lebt, weil man glaubt, alles zu wissen und es gar nicht mehr nachprüft. Und wenn man nicht nachprüft und nicht arbeitet an seiner Erkenntnis, sondern nur konsumiert, dann glaubt man, man wäre der Höhepunkt der Entwicklung. Dass wir also so leben in einer Welt, wo wir durch Gefahr und Angst akzeptieren, dass es immer unfreier wird, dass immer mehr eine Diktatur wie den Versuchen des Aufbaus einer Hygienediktatur. Und dass man die Menschen bringt dazu, in einer Form von Selbsthass auf das Menschsein oder auf das Deutschsein oder auf das Europäischsein oder auf die christliche Kultur bringt und so dazu auffordert, zu einer Selbstzerstörung zu arbeiten.
Man kann diese Vorgänge, die der Mensch selbst erlebt, weil er ja selbst durch sein Karma ausgesetzt ist, diesem Geisteskampf zwischen Ahriman und Michael, dieses liebevollen Wirken des Christus und dem Zerstörungswerk des Ahriman, aber auch des Antichristen. Und wir haben aber, wenn wir diese Betrachtung aus der Geisteswissenschaft uns ansehen, auch die Möglichkeit im täglichen Leben durch viele Menschen, die sich auf verschiedensten Gebieten mit diesen Auseinandersetzungen beschäftigen, das in einen Zusammenhang zu bringen, um zu verstehen, was in der Welt vor sich geht. Wir haben zum Beispiel nur eine kleine Auswahl von Werken über das, was die Gottlosigkeit in unserer Gesellschaft hervorbringt. Das ist ein Werk über das Tavistock-Institut in Großbritannien, in dem intensiv gearbeitet wird an der Konditionierung, an der Gedankenkontrolle, an der Schädigung, Zerstörung von Religion, Moral, Familien, dem Wissen, dass es nur zwei Geschlechter gibt zum Beispiel, oder an den Klimanarreteien, dass man das Wirtschaftsleben gezielt so macht, dass an den Universitäten die Unbrüderlichkeit gelehrt wird. Eine Politik, wo man sieht, die Schlechtesten der Schlechten werden ausgewählt, damit Zerstörung entsteht. Eine geradezu ungeheuerliche Dekadenz in Musik und Kunst. Wer einmal erlebt hat, was eine schöne Opernaufführung, eine schöne Musiktheateraufführung ist, und dann erlebt, wie gezielt und aus eigentlich boshaften Antrieb diese durch Regiemaßnahmen versucht wird zu zerstören, der erkennt diese ahrimanischen Impulse. Wir haben zum Beispiel durch Rainer Mausfeld immer wieder die genaueren Darstellungen, wie diese Manipulationen an den Menschen wirken, zum Beispiel bei dem Buch Hybris und Nemesis, wo man diese psychologischen Werkzeuge genauer analysiert finden kann. Oder das indoktrinierte Gehirn von Dr. Michael Nels, also die Darstellung, dass wir gezielt in unserer physischen Leiblichkeit beschädigt werden, um unsere Fähigkeiten von Denken, Fühlen, Wollen, unsere höheren Wahrnehmungsfähigkeiten, unsere Bewusstseinsfähigkeiten zu schwächen. Wir haben Darstellungen wie die große Täuschung von Thorsten Schulte, der analysiert hat, dass im Hintergrund des Weltgeschehens immer geheime Gesellschaften wirken, die gewisse Ziele verfolgen, die eben im Sinne Ahrimans Ziele gegen die Menschheit verfolgen. Oder die Darstellung des Transhumanismus und seiner Ziele durch Stefan Magnet, wo gezeigt wird, dass es wissenschaftlich technische Entwicklungen gibt, die das Ziel verfolgen, den Menschen eben in eine Mensch-Maschine zu verwandeln. Oder die Darstellung dessen, dass die WHO mitnichten ist eine Gesellschaft, die will die Gesundheit der Menschen, sondern dass diese Gesellschaft von diesen selben ahrimanischen Oligarchen betrieben wird, um eine Hygienediktatur zu entwickeln und aufzubauen weltweit. Das ist eine Vielzahl von Dingen. Man kann da natürlich noch wahrscheinlich hunderte Werke von Menschen, die sich mit diesen Fehlentwicklungen in der menschlichen Gesellschaft beschäftigt haben, aufzählen. Ich möchte hier nur ganz kurz zum Beispiel auf die Recherche von Richard Brown hinweisen, der die Bewegung, die Kräfte, die gewirkt haben, um aus einem Heilwesen, das ein Wissen hat von Natur und Mensch, hingegangen ist zu einem rein wissenschaftlichen, medizinisch-industriellen Wissenschaftskomplex, der eben den Menschen nur als eine Maschine betrachtet. Oder wie man versucht, wirklich die christlich-europäische Kultur auszulöschen, eben durch eine Invasion außereuropäischer Menschen und einem gleichzeitigen Niedergang gezielten Zerstören der Wirtschaftsstrukturen und dann dem Entfachen eines Weltkrieges. Dass man sieht, wenn Menschen auftreten, die sich gegen diese ahrimanischen Impulse stellen, die die Menschheit wieder auf einen christlichen oder göttlich-gottesnahen Pfad bringen wollen, wie
Donald Trump wie diese von diesen arimanischen Geheimgesellschaften, Geheimdiensten, Massenmedien bekämpft werden, wie eine Klimadiktatur versucht wird aufzubauen aufgrund von völligen Falschdarstellungen von Messwerten, Modellen und Modellrechnungen zum Wetter und Klima, falschen Prognosevoraussagen und überhaupt falschen Annahmen von Variablen wie zum Beispiel der Wärme der Erde, der Wolkendecke, dem Einfluss der Sonne, dass es viele Menschen gibt, die sich einfach nicht dafür interessieren, das genauer zu analysieren, um zu aufzudecken, dass es hier im ersten Jahr geht um einen phänomenalen Diebstahl an den Menschen, weil man Steuern erhebt für gar nichts. Oder auch weiter, dass man, wie man von den großen Geschäftsführern großer internationaler Finanzinstitute hört, man eine Dekarbonisierung erreichen will. Das heißt, Carbon, das CO2, ist ja ein Element des Lebens. Es ist also eine ganz und gar lebensfeindliche Ideologie, diese Klimadiktatur-Ideologie. Und wir erkennen, dass man im Westen einen Niedergang hat, der eben ausgelöst wird, zum Beispiel wie durch das Tavistock-Institut oder der Kulturzerstörung der gezielten und der Invasion von Menschen, die Kultur nach Europa bringt, die ganz feindlich gegenübersteht der Aufklärung, gegenüber dem freien Geistesleben, gegenüber dem Christlichen. Und wir haben dadurch ja ein Ansteigen geradezu eines Terrors von Immigranten gegen die heimische Bevölkerung. Und wir erkennen, dass wir im Herzen Europas ja haben eine Besatzungszone, dass es sozusagen noch eigentlich eine totale Unterdrückung der Menschheit hier in Mitteleuropa gibt, dass es immer war ein Ausplündern, also einen Diebstahl an den Menschen in Mitteleuropa, um sich zu bereichern durch die USA. Das sind Dinge, die sind nachgewiesen, die sind analysiert. Es kann jeder, die meisten werden das ja schon mitbekommen haben, wie viel Geld von den Deutschen gegeben worden ist oder genommen wurde, dass man also nicht nur es ansehen kann als etwas Positives, als sozialen Beitrag zur Hilfe an die Menschheit, sondern dass vieles davon nicht soziale Hilfe war, sondern eine reine Bereicherung eines kriminellen Finanzsystems und eines unterdrückenden Staates. Diese Dinge, sie resultieren daraus, dass der Mensch entweder sich verbinden kann mit dem Gotte, dem Göttlich-Geistigen, mit dem Christus, oder sich verbinden kann mit dem Arimanischen, mit dem Egoistischen, mit der Selbstsucht und der völligen Unmoral. Wenn wir also erkennen den Gott, dass wir erkennen, was wir aus dem Neuen Testament hier haben, als diese Frage des Gutseins, dass wir da eigentlich die Basis haben für die Entwicklung der Menschheit für die Zukunft. Ich zitiere aus dem Matthäus-Evangelium: Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Das ist die Erkenntnis für das Menschsein. Wir sind gesondert von Gott. Wir haben diese Hilfe vom Christus und der geistigen Welt. Wir müssen aber das tun, dass wir selbst tätig werden, dass wir das, was an unserer Seele zum Tode führen würde, wie wir in diesem Wochenspruch gehört haben, ergreifen durch eigenes Geistessein in dem Streben, ein guter Mensch zu werden, in dem Anerkennen des Göttlichen und des Strebens, des Wiederverbinden mit dem Göttlichen, dass wir die Trinität als den Grund allen Seins erleben, den Vater Gott als den göttlichen Urgrund, aus dem alles entstanden ist, den Sohnesgott als die Schöpfung, dass der Sohn ist,
das höhere Christusprinzip zum menschlichen Ich, wie das menschliche Ich zu seinem Astralleib sich verhält. Dass also der Christus uns bietet, diese Fähigkeit, die Ich-Bewusstheit zu entwickeln und dass darin aufleben kann der Heilige Geist, wenn er uns gesendet wird von dem Christus, der Geist ist Gott, der Geist bringt die ewigen Götterziele zum Erscheinen. Es ist das, das Wiederverbinden mit der göttlich-geistigen Welt. Und das ist möglich, weil der Christus den Himmel verließ, um sich mit der Menschheit zu verbinden, um diesen Egoismus, diese Verlogenheit, Unwahrheit, dieses Versinken in der zerbrochenen Form, in der Materie zu überwinden. Das wird Selbstsucht überwunden durch die Liebe, den Schein des Lebens durch die Wahrheit, das Krankmachende durch den gesunden Gedanken. Alleine des Menschen Ich kann gesunden. Er kann das Heil, die Heilung bringen, das Menschen-Ich, die uns unmittelbar in Einklang versetzen mit den Harmonien des Weltenalls, weil sie aus den Harmonien des Weltenalles stammen, sagt Rudolf Steiner an der GA 157, dass also die Verbundenheit mit dem Heiland, mit dem Christus die Heilung des Menschenwesens, aber auch die Heilung des sozialen Organismus der Menschengemeinschaft bringt. Und dann können wir versenken in dieser Gottverbundenheit die Wahrheit der Welt, dass wir in dem Liebesdodekaeder, in dem Grundstein der anthroposophischen Gesellschaft von Rudolf Steiner, die Beschreibung, die Erklärung des Makrokosmos und des Menschseins, des Mikrokosmos bekommen. Suchen wir in dem dreigliedrigen Menschen, der uns da lehrt die Liebe, der uns da lehrt die Weltimagination, der uns da lehrt die Weltgedanken, suchen wir in ihm die Substanz der Weltenliebe, die wir zugrunde legen, suchen wir in ihm das Urbild der Imagination, nachdem wir die Weltenliebe in unserem Herzen formen, suchen wir die Gedankenkraft aus den Höhen, um dieses dodekaedrische, imaginative Liebesgebilde in der entsprechenden Weise erstrahlen zu lassen. Das ist das Verbundensein, das Hereinsenken dieses Liebesdodekaeder in das Menschenherz. Und es ist dasselbe oder etwas ganz Ähnliches für die Menschengemeinschaft möglich, wenn sie findet diesen Weg zu einer Dreigliederung, also einer Gliederung des sozialen Organismus, den Weltgesetzen, den Weltgestaltungsgesetzen entsprechend. Wie es eine göttliche Trinität gibt, wie es Leib, Seele und Geist gibt, so gibt es auch eine Gliederung des sozialen Organismus, der Menschengemeinschaften in eine Wirtschaft, in ein Wirtschaftsleben, das brüderlich, also in moralischer Fähigkeit für den anderen zu tun. Das in Gleichheit im Rechtsleben, also in dem liebevollen Miteinander und dem gerechten Umgang der Menschen miteinander lebt und der Freiheit im Geistesleben. Also dass sich ein Körper bindet, in dem der Geist sich frei, ohne Unterdrückung, Zensur, Gedankenkontrolle, Wörterverbote, Kontaktverbote und so weiter entwickelt, sondern in völliger Freiheit, weil in diesem Menschengemeinschaftswesen der Geist leben kann, der Christusgeist aufleben kann. Das ist die Ich-Geburt in der Menschengemeinschaft. Das ist also das, was wir in diesem Wochenspruch hören können. Der Mensch, indem er den Geist entfacht, er kann die Seele wieder in die geistige Welt bringen. Und die Menschengemeinschaft, indem der Geist erwacht, die den Geist ergreift, sie kann auch wieder in moralischer Fähigkeit wirkend in der Welt sein. Es ist auch beschrieben durch das Herzdenken, das auftritt heute, wenn wir schauen können den Christus im Ätherischen, dass wir erleben in dieser ätherischen Verbundenheit der Strömung, die von unserem Herzen ausgeht, dass darin aufleben kann die moralische Verbundenheit mit dem Christuswesen. Ich zitiere dazu Rudolf Steiner:
So aber ist seit dem Mysterium von Golgatha eine fortwährende Möglichkeit vorhanden, dass in diesen Strömungen von unten nach oben die Wirkung des ätherischen Blutes des Christus mitströmt, das richtige Verständnis entgegenbringt dem, was in Christus Impuls enthalten ist. Das ist das, was wir heute können als Menschheit, dass wir uns mit der moralischen Weltenordnung wieder verbinden können, indem in uns auflebt die Verbundenheit mit Gott, mit der göttlichen Welt, dass wir auch in den Menschengemeinschaften diesen Säkularismus, der uns in die Gottlosigkeit, in die Unmoral, in den Abgrund führt, überwinden, indem wir wieder Gott verbundene Gemeinschaften bilden. Das ist die Dreigliederung, indem wir die Weltgesetze in Gestaltungsformen in die Gemeinschaft bringen und dass in diesen Weltgesetzen die moralische Verbundenheit mit der geistigen Welt entsteht. Das ist der Grundstein für das Menschenherz, aber es ist auch der Grundstein für eine Menschengemeinschaft, indem wir die Weltenwahrheit, die Wahrheit der göttlich-geistigen Welt in unsere Herzen versenken können. Das ist das Beispiel uns gezeigt, wenn wir so eine Mysterienkultur als Menschheit wiederentwickeln können, eine Mysterienkultur, in dem die ganze Menschengemeinschaft, in dem jeder Mensch für seinen Mitmenschen will, die höhere Entwicklung, dass dadurch eine Mysteriengesellschaft, eine Mysterienkultur entstehen kann, wo wieder Eingeweihte, also Menschen in wirklicher Gottverbundenheit wirken können, als leitende Menschen für die ganze Gemeinschaft, selbstlos wirkende Menschen, wie dargestellt in dem Priesterkönig Johannes. So kommen wir in dieser Woche vom Tierkreiszeichen des Skorpions zu dem Schützen. Und da sehen wir, dass wenn der Mensch strebend nach höherer Wahrnehmung ist, dass er kommen kann vom Tastsinn in der sinnlich-physischen Wahrnehmung zum höheren Wahrnehmung des Durchdrungenseins mit dem Gottgefühl, dass er also erkennen kann, den Gott finden kann, den Gott erleben kann. Und wie jede Woche möchte ich darauf hinweisen, dass man eben aus freiem Entschluss an sich arbeiten kann, an der Wissenschaft von Geisterstudium und an Hauptübungen, um an seinen eigenen Bewusstseinsfähigkeiten, an seinen eigenen höheren Wahrnehmungsfähigkeiten und an seinen Seelenkräften zu arbeiten. Und so für den Morgen eine der von Rudolf Steiner angeführten Meditationen: In den reinen Strahlen des Lichtes erglänzt die Gottheit der Welt. In der reinen Liebe zu allen Wesen erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele. Ich ruhe in der Gottheit der Welt. Ich werde mich selbst finden in der Gottheit der Welt. Und als Anregung auch immer die Nebenübungen. Und so sind wir ja in diesem Monat noch beim inneren Gleichgewicht, zur inneren Harmonie, dass wir also durch die vorhergehenden Übungen eine Kraft in unserer Seele entwickeln, die uns in innerer Harmonie und Gleichgewicht, im Seelengleichgewicht erhält, auch gegenüber allen Wogen und Schrecken und Schönen und Fürchterlichen und Guten, was wir erleben, dass wir also durchgehen durch die Welt, indem wir klares Bewusstsein behalten, objektive Anschauung, eine Fähigkeit zu klarem Urteil. Aus den 12 Stimmungen von Rudolf Steiner, Skorpion: Das Sein, es verzerrt das Wesen. Im Wesen doch hält sich Sein. Im Wirken entschwindet Werden, im Werden verharret Wirken, in strafendem Weltenwalten, im Ahnenden sich Gestalten, das Wesen erhält die Wesen. Schütze, das Werden erreicht die Seinsgewalt, im Seienden erstirbt die Werdemacht. Erreichtes beschließt die Sterbelust.
in waltender Lebenswillenskraft, im Sterben erreift das Weltenwalten, Gestalten verschwinden in Gestalten, das Seiende fühle das Seiende. Aus der ägyptischen Kulturperiode von Rudolf Steiner. O dunkel ist der Erde Antlitz, wenn die Sonne blendet dunkel, doch hell wird mir mein Tagefeld, wenn die Seele es beleuchtet durch Sternenweisheit. So kommen wir also im Sternzeichen des Schützen zum Monadismus. Es gibt verschiedene Stufen von Wesen, die Vorstellungen aus sich heraustreiben können und damit die Welt erbilden. Diese haben verschiedenste Qualitätsstufen, von den dumpfesten bis zum höchsten Bewusstsein. Das sind die Monaden. Es muss viele Monaden geben und Monaden von der verschiedensten Klarheit. So stellt sich der Monadist die geistigen Wesen nicht in derselben Konkretheit wie der Spiritualist vor, nimmt deren Existenz jedoch als gegeben an. Es ist ein abstrakter Spirituismus. Und in den Tugenden können wir entwickeln, wenn wir kommen vom Skorpion, von der Geduld, die zur Einsicht wird, zum Schützen, dass wir arbeiten an der Gedankenkontrolle, also die Fähigkeit, Herr zu werden und über unsere Gedanken, über die Gedanken, welche wir in unserem Bewusstsein lassen und aufrecht erhalten wollen und in welcher Form wir welchen Gedanken logisch mit dem Nächsten verbinden. Das bringt, wenn wir daran arbeiten, das Wahrheitsempfinden. Und das bringt uns dazu, wenn wir diese Empfindung, dieses Fühlen der Wahrheit, der Logik entwickeln, was ja ist, die Fähigkeit der Verbundenheit zu erleben mit der geistigen Welt, weil ja die Logik nichts anderes ist als die physische Widerspiegelung der geistigen Verhältnisse, geistiger Weltenwesen. Dass wir also die Wesen der geistigen Welt in ihren Verhältnissen erleben in der Logik. Und wo aber dann wir die Wahrheit beginnen zu erkennen, weil wir die Unwahrheit auch erkennen, dann erkennen wir, wie die Manipulation, die Lüge, die Gehirnwäsche, die Konditionierung uns unfrei macht. Und wenn wir diese Unwahrheiten und Unfreiheiten überwinden, dass wir dann in der Wahrheit leben, in der Freiheit. Christus sagte im Johannesevangelium, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Von Rudolf Steiner, der Geist, der von uns in die Materie geführt wird. Die Materie, die von uns bearbeitet wird bis zu ihrer Offenbarung, durch die sie den Geist aus sich selber heraustreibt. Die Materie, die von uns den Geist offenbart, erhält. Der Geist, der von uns an die Materie herangetrieben wird. Die bilden dasjenige lebendige Sein, welches die Menschheit zum wirklichen Fortschritt bringen kann. Zu demjenigen Fortschritt, der von den Besten, in den tiefsten Untergründen der Gegenwart Seelen nur ersehnt werden kann. Noch einmal dieser 33. Wochenspruch nach Ostern. So fühl ich erst die Welt, die außer meiner Seele miterleben, an sich nur frostig leeres Leben und ohne Macht sich offenbarend, in Seelen sich von Neuem schaffend, in sich den Tod nur finden könnte. Vielen herzlichen Dank.